Vermutlich mache ich das in jedem Video zu Beginn, aber ich muss es nochmal betonen, das ist eine richtig krasse Community geworden im letzten Jahr. Ich betone es nochmal, weil das ist mal wieder eines dieser Videos, in dem ich mich euren Fragen stelle. Es waren zu viele, um sie alle zu beantworten. Deswegen, Leute, wenn ihr eure Frage nicht hört, dann nicht traurig sein. Ich habe es trotzdem wahrgenommen. Es gab auch viel Überschneidungen bei Fragen. Da habe ich dann immer nur natürlich eine ausgewählt. Und wir wollen ja auch nicht, dass es zu lang wird. Denn am Anfang muss einmal noch der obligatorische Dank für die Leute, die das hier unterstützen, mit ihren Geldeinsendungen gemacht werden. Und dann kommen wir zur Fragerunde. Und da geht natürlich wie immer, ich bin wie ihr ein Fan. Ich gucke natürlich ein bisschen analytischer als vielleicht andere auf die Sache. Aber nicht unbedingt Expertentum, was jetzt kommt, sondern einfach nur blau-schwarzer Blick mit ein bisschen Erfahrung auf die Sache. Und jetzt geht's los. Erste Frage. Auch wenn ich kein Freund von absurden Verschwörungstheorien bin, frage ich mich, ob es noch mit rechten Dingen zugeht, wenn wir im Kirmespokal nun zum x-ten Mal gegen Homburg gelost werden, die Elfen aber wieder mal einen Freifahrtsschein zum Finale erhalten. Was denkst du darüber? Ja, da hätte ich dir vielleicht früher mehr Recht gegeben als heute. Es gab ja eine Zeit, da war Adalbert Strauß zuständig für die Auslosung beim Saarlandpokal und dem wurde ja eine gewisse Nähe zur SV Elversberg unterstellt. Aber das hat sich geändert. Jetzt, und das kann man auch bei Facebook auf der Seite vom Saarländischen Fußballverband sehen, macht das Josef Kreis. Den habe ich übrigens kürzlich beim Lauternspiel auf der Tribüne kurz kennengelernt. Und dem würden wiederum Leute aus Elversberg eher eine Nähe zum 1. FC Saarbrücken unterstellen. Und deswegen würde ich sagen, da will ich jetzt überhaupt nichts unterstellen. Auf welchen Spielpositionen siehst du im Winter Handlungsbedarf und welchen Neuzugang könntest du dir dafür vielleicht vorstellen? Da muss ich erstmal schauen, was ist eigentlich der Fußball, den der 1. FC Saarbrücken spielt und welche Elemente fehlen da vielleicht noch? Und das wurde ja auch Uwe Koschinat in der letzten PK nach dem Kaiserslautern-Spiel gefragt, ob vielleicht so ein klassischer Spielmacher oder Ballverteiler fehlt. Da würde ich mich anschließen, denn so ab der Mitte des Feldes oder noch klarer im letzten Drittel, da fehlen die Leute, die einen guten Pass spielen können. Und dann, es kam öfters mal die Frage nach der linken Seite, da sind ja defensiv sowohl Mario Müller als auch Nick Galle in der Kritik. Da würde ich sagen, sollte man vielleicht auf der linken Seite mal schauen, wie man sich da zukünftig aufstellt. Und je nach der Situation mit den Verletzten wird man vielleicht auf der Innenverteidigerposition doch nochmal tätig werden. Ich habe jetzt nicht viel nach konkreten Namen geguckt, die mir da einfallen. Mir fallen auch ehrlich gesagt gar nicht so viele ein. Hassan Amin ist ein guter Linksverteidiger, der auch was anderes kann, was uns im Moment fehlt. Der kann gute Standards treten und der ist in Meppen eigentlich immer gesetzt gewesen, hat aber keinen neuen Vertrag bekommen. Vielleicht sollte man mit ihm nochmal reden, ist ja auch ein ehemaliger Saarbrücker. Für die Innenverteidigung, ich weiß ja auch nicht, hat man mal gecheckt, wie es jetzt mit einer möglichen Aufenthaltsgenehmigung für Bruno Soares aussieht. Ich fand den nämlich ziemlich gut in der Vorbereitung. Wie realistisch schätzt du eine Leihe von Schippi für die Rückrunde? Gar nicht. Der ist ein Zweitligaspieler, der wird es auch in der zweiten Liga weiter probieren. Wahrscheinlich entweder, dass er guckt, dass er mehr Einsatzzeiten in Düsseldorf bekommt und wenn nicht, es gibt auch noch den SC Paderborn, da ist ein Trainer, der wird auf ihn setzen und ich glaube, der wird ihn mit Kusshand für ein Leihgeschäft nehmen in der Winterpause. Mal abwarten, was da passiert. Beim FCS sehe ich ihn im Moment nicht. Warum spielen Jennecke und Günther Schmidt nicht gesetzt in der Startelf? Letzte Saison haben beide Dampf nach vorne gemacht und in der Box für Dampf gesorgt. Wir haben noch keinen neuen Koschinat-Spieler gesehen, der sie annähernd ersetzt. Je nach Taktik braucht man vielleicht auch mal andere Spielertypen oder man muss die Taktik um die Spielertypen herum bauen, die man hat. Das ist immer so die Frage nach Huhn oder Ei. Ich habe mal nachgeguckt, bei Jennecke ist es auch nicht so, dass er auf keine Einsätze kommt. Der hat schon zwei Drittel der möglichen Spielzeit bestritten. Vielleicht ist das auch eher sowas wie Belastungssteuerung, dass er nicht so oft zum Einsatz kommt. Und bei Günther Schmidt, der war zu Beginn überzeugend, aber es wurde auch vor Saisonbeginn relativ klar kommuniziert von Uwe Koschinat, wenn Grimaldi und Jakob fit sind, spielen auch beide. Ich erkläre es mir mal so, dass Koschinat einfach nicht die Position, die er in seiner Taktik hat, so sieht, dass da Günther Schmidt am stärksten spielt. Da sieht er wahrscheinlich die beiden anderen
vor ihm, aber er hat ja auch gezeigt in seinen Einsatzzeiten, die er bekommen hat, dass er sehr wichtig für den 1. FC Saarbrücken ist. Vielleicht kommt da ja auch mal bald eine Systemumstellung, gerade jetzt, wo Grimaldi mal ausfällt. Was hältst du von Maurice Deville? Meiner Meinung nach hat er viel Potenzial und würde unserem Spiel gut tun. Er braucht mal 2 bis 3 Spiele Zeit, um sich zu beweisen. Letztes Jahr hatte Deville Pech, dass Niklas Szczypnowski vor ihm gesetzt war, und das hat er ja auch sehr gerechtfertigt mit seinen Toren und Vorlagen, Schippi. Jetzt hat er quasi Scheu und immer noch Jennecke vor sich, aber er schafft es auch irgendwie nicht, sich auf andere Positionen zu spielen. Er hätte ja eigentlich auch andere körperliche Eigenschaften wie eine Größe, die bei diesem Hoch und Weit sich auszahlen könnten, aber er schafft es irgendwie nicht, das auf das Spielfeld zu bringen. In Hannover gegen Havelse fand ich ihn eigentlich auch eher besser, aber er schafft es irgendwie nicht, sich da festzuspielen. Und dann muss man vielleicht auch irgendwann mal die Frage stellen, ob die Qualität, die er hat als Spieler, überhaupt für die dritte Liga reicht. Das liegt nicht nur an den vielen Streams, die er macht oder so. Das soll er ja gern machen. Ich finde es auch immer blöd, da den Spielern zu sagen, wenn sie privat sowas machen, sie konzentrieren sich nicht genug auf den Fußball. Da würde ich eher vielleicht denken, dass die Qualität einfach nicht reicht aktuell. In der Pressekonferenz meinte Koshinat, dass Zeitz in der Innenverteidigung spielt, weil er auf der 6 das Tempo nicht gehen kann auf Dauer. Und er möchte, dass sein Kapitän möglichst viel spielt. Wird hier aus nicht sportlichen Gründen ein Innenverteidigungsplatz für Zeitz geblockt, der gegebenenfalls durch einen Erdmann besser besetzt wäre? Fangen wir mal hinten an. Ob der aktuell durch Erdmann besser besetzt wäre, weiß ich nicht. Vielleicht mal Bulic probieren. Die Begründung fand ich aber jetzt auch nicht so überzeugend, weil auch als Innenverteidiger muss man viel Laufleistung machen, viele Meter machen, wenn man es gut machen will. Und das hört sich so ein bisschen vorgeschoben an, zumal auf der 6 bislang neben Kerber die anderen irgendwie nicht so zünden. Es geht ja auch in der Innenverteidigung darum, wie schnell man Situationen verarbeitet, wie schnell man antizipiert, und das hat auch was mit Tempo zu tun. Muss er selbst wissen, der Trainer, er kennt die Trainingsleistung, er kann seine Spieler einschätzen, aber ich finde die Begründung auch sehr merkwürdig. Was könnte der Grund sein, dass Bulic keine Chance bekommt? Vielleicht ist es einfach der Spielertyp, er wirkt ja eher wie der Robuste, der die Sachen jetzt auch nicht mit viel Technik lösen kann. Andererseits wurde ja von Koshinat auch schon in der Saison bemängelt, dass jemand wie Kretschmer oder Böder zu oft die Situation spielerisch lösen will, statt einfach mal den Ball wegzuhauen. Deshalb bin ich ganz dafür, man könnte auch mal Bulic ausprobieren. Das ist eine schnelle Frage. Wie würdest du die Verteidigung aufstellen, wenn alle fit wären? Links Müller, Innenverteidigung Uafero und Zellner und rechts Ernst. E. Pilger, welches Auswärtsspiel schaust du als nächstes? Blick in den Kalender, würde ich sagen, wahrscheinlich in Osnabrück. Sollte ich mal als Zuschauer und Sympathisant neutral oder mit meinem FC St. Pauli-Trikot in den Ludwigspark gehen können? Ich würde generell in ein Stadion nicht mit Fankleidung von einem anderen Verein gehen. Das rechtfertigt jetzt auch nicht, dass auf Tribünen dann Leute sitzen, die denken, sie müssen ihre Männlichkeit unter Beweis stellen, indem sie dann Leute anpöbeln, weil die mal irgendwas anhaben, was denen nicht gefällt. Andererseits, es gibt auch viele schöne Fanartikel vom 1. FC Saarbrücken inzwischen und ist auch irgendwie sowas Festgewachsenes, dass man nicht in gegnerischer Fankleidung, und jeder Verein, der nicht der Heimverein ist, ist ja irgendwo ein gegnerischer Verein, in neutrale Bereiche geht. Klar, es gibt auch Vereine, die positiv da herausstechen, wie Altona 93, wo es keine wirkliche Fantrennung gibt und wo auch so ein gegenseitiger Respekt und so eine gewachsene Kultur herrscht. Das ist beim FCS halt anders. Aber Besuch im Ludwigspark lohnt sich natürlich immer. Jetzt kommen die persönlichen Fragen. Wie kommt es, dass du in Hamburg lebst? Es ist relativ einfach. Seit 2014 lebe ich nicht mehr im Saarland. Ich war zuerst Praktikant am französischen Parlament in Paris und habe danach weiter studiert, meinen Master gemacht, erst in Berlin. Und dann wollte ich schon länger in den Journalismus gehen. Und dann bekam ich 2017 die Zusage, beim Norddeutschen Rundfunk ein Volontariat zu machen. Das ist schon eine relativ große Nummer so im Journalismus, also eine gute Adresse, wo man das Handwerk lernen kann. Und deswegen bin ich nach Hamburg gegangen und seit 2019 bin ich freier Journalist, hauptsächlich aber natürlich weiter für den NDR tätig, da bei NDR Info. Und bin auch ganz froh, dass ich da nicht so viel mit Fußball oder Sportjournalismus zu tun habe. Und ja, ich könnte natürlich irgendwann mal zurückgehen, aber mir gefällt es hier ganz gut. Was war dein erstes FCS-Spiel?
Das war im März 2003 der FCS gegen den ersten FC Schweinfurt. Das war nicht dieses Aufstiegsspiel, das berühmte, sondern der Saison vorher. In der 90. Minute gibt es einen Elfmeter für den FCS vor dem D-Block und den tritt dann Yilmaz Örtülü, macht das 1-1, aber vorher rennt noch Erol Sabanov, damals Torhüter, nach vorne und jeder denkt so, oh, jetzt schießt unser Torhüter mal den Elfmeter und der bekam dann in der Situation rot wegen Schiedsrichterbeleidigung. Also ganz verrücktes Spiel. Stichwort Psychologe vor Derbys, sollte der FCS nicht regelmäßig mit einem Sportpsychologen arbeiten? Ich finde es generell richtig, sich den Rat von Experten reinzuholen, in egal welcher Situation. Und klar gibt es auch diese Leute, die sagen, naja, früher gab es keine Sportpsychologen, es gab keine Laptop-Trainer und Fußball wurde trotzdem gespielt. Ja, es gab auch früher Leute, die in Höhlen gewohnt haben und Mammuts gejagt haben. Ist für mich kein Argument. Das ist auch keine Schwäche, sich diesen Expertenrat reinzuholen. Im Gegenteil, das sind ja sehr kompetente Leute, die auch nochmal wirklich auf die Dinge, die im Kopf bei Fußballern passieren, reden. Und da passiert durchaus einiges, gerade auf emotionaler Ebene. Fußball ist ein hochemotionaler Sport. Das wäre auch besser, als irgendwie was zu labern von im Derby war nicht genug Härte, war nicht genug Männlichkeit, hat auch Uwe Koschin hat gesagt, macht mal die spannende Probe und guckt mal. Es wurde ja bemängelt, dass es im Derby zu wenig Härte und Feuer gab und dass nur Dodo Ernst eine gelbe Karte gesehen hat. Zählt mal die gelben Karten von Kaiserslautern im Derby. Richtig, null. Also lasst euch da nicht für doof verkaufen, dass das irgendwas mit Härte oder sonst was zu tun hat. Und ja, zu Sportpsychologie als Bestandteil des Fußballs. Jetzt kommt die Frage, die am häufigsten kam. Was hältst du von Uwe Koschinat? Ich finde, er kommt immer sehr sympathisch rüber in Interviews. Er analysiert die Spiele auch meist gut. Nur was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass er diese Kompetenz, die er da zeigt, so ein Spiel gut zu sehen, was da schief lief, in Training, Taktik, Spielformation, um zu übersetzen. Mir ist dieser Fußball ein bisschen zu vorhersehbar. Das muss ja auch nicht schlecht sein, dass ein Fußball vorhersehbar ist. Aber jetzt kommen wir halt zu dem Stichwort Ergebnisfußball. Ergebnisfußball, das heißt ja unter Fans immer, der Fußball ist eigentlich zu schlecht, um ihn anzugucken, aber das Ergebnis stimmt. Und das Problem beim Ergebnisfußball ist halt, die Ergebnisse müssen stimmen und das haben sie zuletzt nicht unbedingt immer getan. Jetzt habe ich mir auch gerade nach diesem Disput, der da ja war mit Daniel Batz, da habe ich ja auch in der Mixzone gestanden, das mitbekommen, wie sich unser Torhüter über einen Trainer aufgeregt hat. Das scheint ja jetzt beigelegt zu sein, aber ich glaube, dieser Konflikt, der da generell ist, der hat ja auch ein wenig mit dieser Spielphilosophie zu tun und dass man so auf das Spiel schaut und irgendwie das Gefühl hat, dass die Mannschaft nicht so mit dem Fußball harmoniert. Ich würde mir da wünschen von unserem Trainer, dass er es schafft, über seinen Schatten zu springen, mal notwendige taktische Veränderungen zu machen und auch das Versprechen, was er uns Fans mal gemacht hat, einzulösen. Er hat ja gesagt, er will diesen Fußball aus der letzten Saison weiterentwickeln und will auch Elemente davon beibehalten. Nur ich sehe davon noch nichts. Und dann kann er auch noch so sympathisch und klug in Interviews analysieren. Das muss irgendwann mal in der Arbeit, die er auf dem Platz liefert, und das ist ja auch die Arbeit vom Trainer, zu sehen sein. Und zum Abschluss die Frage, hältst du einen Aufstieg mit Uwe Koschinat für realistisch? Ich will es mal ganz hart ausdrücken, nicht mit diesem Fußball. Da sehe ich den FCS durchaus in der Lage, sich als Drittligist zu etablieren, so wie es damals Koschinat geschafft hat mit Fortuna Köln. Das ist ein Fußball, der funktioniert gut gegen spielerische Teams, weil er denen quasi die Regeln aufzwingt, über Kampf, über Robustheit ins Spiel zu kommen. Gegen die funktioniert das wunderbar, aber du hast in der dritten Liga zu viele Teams, die eben auch zu diesen Mitteln greifen und dadurch wird die Liga so eng und da neutralisieren sich auch die Mannschaften mal gegenseitig und dann geht es wirklich um Kleinigkeiten, die ein Spiel entscheiden, aber so wird kein Ausnahmefußball gespielt, mit dem man die oberen Plätze angreifen kann. So, das muss für heute reichen. Ich glaube, so ein paar Fragen, die beantworte ich vielleicht noch bei Instagram, die ich jetzt nicht ins Video packen konnte. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut weiterhin in dieses Blog rein und ihr erzählt noch ein paar Freunden, dass ihr das abonnieren könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das FCS-Blog ist und bleibt unabhängig und ihr könnt das unterstützen.